Leute, ich habe wieder ein kleines TikTok-Video für euch. Und zwar geht es heute um das Thema Männchen. Viele von euch kennen sicher den Trick, finden den sicher bestimmt auch schön. Vielleicht können manche von euch ja auch schon, da würde ich mich auch sehr über Bilder oder über Videos freuen. Und ja, die, die es nicht können, die es vielleicht lernen wollen, denen zeige ich jetzt, wie sie das richtig aufbauen. Und zwar ist nämlich der Trick ganz schön kompliziert, denn dafür brauchen die Und hier hinten ganz schön viele Rückenmuskeln. Die müssen die nach einer Weile auch erstmal aufgebaut werden. Also die können das jetzt nicht, ihr könnt jetzt am ersten Tag nicht sagen, ja, ich möchte jetzt Männchen üben und am zweiten Tag soll das schon richtig können. Aber das ist ja mit den meisten Tricks so, dass es ziemlich lange dauert, aber bei Männchen ist es nochmal extrem, dass die da hinten die ganzen Rückenmuskeln aufbauen müssen und es dauert halt eine ganze Weile. Wenn ihr es dann trotzdem lernen wollt, dann fangt ihr am besten an. Durch, indem er den Hund zwischen die Beine nimmt. Setzt ihn zwischen die Beine und dann formt ihr hinten mit den Füßen an den Schenkeln des Hundes, formt ihr wie so ein V, so dass der Hund sich dann abstützen kann an euren Beinen und nicht umkippt. Dann nehmt ihr hier vorne die Brust und nehmt die hoch. Und dann lehnt er den Hund hinten an eure Beine an. Da dürft ihr natürlich nicht umkippen, weil dann sammelt der Hund ja gleich wieder negative Erfahrungen. Und dann so den Hund halten. Am Anfang nur eine ganz kurze Weile. Und dann Klick oder Belohnungswort und ein Leckerchen. Das macht er dann ein paar Mal, dass er dann hier vorne die Brust des Hundes nimmt und dann haltet. Klick und ein Leckerli, dass der Hund lernt, dass es gar nicht schlimm ist, wenn er nicht mit allen Vieren den Boden berührt. Super. Und dann hier vorne könnt ihr auch mal kraulen, dass es den nochmal beruhigt. Super. Und dann Klick, Leckerchen. Dann das V bilden und dann die Brust nehmen, hochholen. Und halten. Super. Und dann immer ganz viel belohnen, weil der Hund braucht da auch Bestätigung, weil das ist auch ganz schön schwierig für den. Das werden sicher auch viele Hunde dann auch machen. Versuchen dann mit der Pfote nach eurer Hand zu grapschen. Aber dann sagt er ihm einfach ruhig, dass er die Pfoten nicht mitnehmen soll. Super. Dann nach einer Weile könnt ihr den die Zeit verlängern, indem ihr den Hund oben lasst. Super. Ja, wenn er das dann gut kann, wenn er dann richtig viel geübt habt und der Hund eigentlich sicher an euren Beinen sitzt, könnt ihr versuchen, dann nehmt ihr das Leckerchen vor die Nase des Hundes und führt den selber hoch. Hoch. Und lasst ihn dann hier warten. Super. Und dann das Leckerchen immer in der Nähe halten, dass der Hund nicht wieder runter geht. Supi! Hoch! Der Hund soll sich immer schön an euren Beinen hinten ablehnen. Super! Wenn er dann das auch geübt hat eine Weile, wenn der Hund da sicher dann das Männchen macht, könnt ihr ihn dann vor euch nehmen und dann hier das Leckerchen nehmen, kurz über die Nase halten und dann sofort klicken, wenn er dann die Vorderpfoten hochnimmt. Wieder vor die Nase halten, hochführen und klick Leckerchen. Und dann könnt ihr euer Kommando dazu sagen. Männchen. Super, ganz klasse, fein gemacht. Männchen. Klasse.
Jawohl. Männchen? Jawohl. Es gibt dann natürlich noch eine zweite Variante, wie ihr das auch aufbauen könnt, wenn ihr jetzt nicht das mitten zwischen die Beine nehmen wollt. Dann macht er ganz einfach, habt ihr den Hund im Sitzen, nehmt die Hand an den Rücken und versucht ihn dann hochzunehmen. Hoch. Und ihn hier hinten am Rücken zu halten. Super. Das finde ich aber ist viel schwieriger, als wenn er den zwischen die Beine nimmt. Super. Und dann immer aufpassen, dass er dann auch bei der Variante nicht hinten umkippt. Komm. Hinsetzen. Männchen. Supi, klasse. Männchen. Männchen. Richtig. Supi. Männchen. Klasse. Am Anfang immer noch relativ kurze Abstände nehmen. Super. Und dann, wenn ihr dann langsam die Rückenmuskeln und alles aufgebaut habt, Männchen. Könnt ihr das auch mal länger probieren? Super. Männchen? Jawohl. Super, klasse. Männchen? Super. So, das war's auch schon zum Trick Männchen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Üben. Und hört mich auch gerne und freue mich auch sehr auf eure, wenn ihr Antworten habt. Also wenn ihr euch mal beim Üben filmt oder wenn ihr mal Fotos von euren Ergebnissen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die mal unter die Kommentare mit reinschreibt. Oder ja, wenn es euch gefallen hat, einfach mal liken. Stimmt's, Männchen? Männchen? Und dann sagen wir jetzt Tschüssi. Jawohl. Tschüssi.